Salve! Erinnerst du dich noch an den Satz Juvat discere, es erfreut zu lernen? Oder an Gaium penitet sui sceleris, Gaius bereut sein Verbrechen, die wir so oder ähnlich schon mal hatten? Genau, diese Sätze haben gemeinsam, dass sie mit unpersönlichen Verben konstruiert sind. Damit du keine Schwierigkeiten mit den unpersönlichen Verben, ihrer Konstruktion und ihrer Übersetzung hast, wollen wir uns in diesem Video ein paar Übungssätze dazu anschauen. Los geht's! Schauen wir uns einmal das Verb pluet an. Wo steckt denn hier das Subjekt? Richtig, das Subjekt ist nicht weiter ausgedrückt, sondern steckt nur in der Endung t. Pluet bezeichnet die Wettererscheinung, es regnet. Es handelt sich hier also um eine Übersetzung mit dem unpersönlichen es. Was heißt dann juvat? Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com